Freche Grüße und Füße von Dennis und Papa. Und Dennis und Papa. Und nicht zu deinem Papa und Dennis, ja, hier zu einer neuen Folge und der vierten Folge schon von Raft. Abenteuer auf hoher See, Freunde. Und ja, wir sind von der Insel weg. Unser Fluss ist ein bisschen vergrößert worden. Richtig. Aber der blöde Hai ist immer noch da. So, okay. Erstmal gucken. Ja, Essen halt. Wir können ja auch direkt schon ernten. Ich mal eine Ofenkartoffel auf den Grill. Na genau. Den Rest packe ich mal in die Kiste. Oder ist gar kein Platz mehr. Egal, dann werfe ich die Palmsamen über Bord. Brauchen wir eh nicht. Währenddessen esse ich mal hier so eine Makrele. Und ich habe auch wieder Durst, wie ich sehe. Na, ich habe gerade frisches Wasser platziert. Zeit. So, natürlich, den müssen wir den Hai im Auge behalten, da kommt er schon wieder lang geschwommen. Der ich glaube, wir haben jetzt in dieser Staffel so, hier bei diesen ganzen Folgen, haben wir noch keinen Mal einen Fluss geentert, oder? Nein. Nur erstmal wieder Baumaterial reinschaffen. Aber eine Insel. Ja, und auf der Insel ist ja jeder schon mal gestorben. Nee, ich meine jetzt eine ganz andere. Oh, da ist eine Insel voraus. Natürlich. Insel voraus. Ich trinke mal etwas. Oh, die sieht sogar richtig wow aus. Wir haben leider keinen Anker. Können wir einen bauen? Nö, glaub nicht. Was braucht man dafür für einen Anker? Warte, ich muss erstmal. Wir brauchen Seile, Planken und Steine. Steine? Wie viele Steine hast du? Du hast einen Stein, wir können einen Anker bauen. Ja, einen Stein habe ich, genau. Ich brauche auch deine Planken. Gib mir deine Planken und deinen Stein. Ja. Warst du mit Kuh auch hier? Weiß ich nicht. Ich lasse ja immer durch die Genau. Kuh. Und die Planken brauchst du auch? Zack. Noch was? Nee. Dann bau du den Anker und ich, Hey, wir müssen hier mal auch noch ein bisschen vergrößern, ne? Ich, ich baue schnell den Anker. Wurfanker. Wow, das sieht cool aus hier, die Unterwasserwelt. Nice. So, Freunde, und ab der nächsten Folge könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ab der nächsten Folge dann mit Papa Cam. Weil das Fluss wird jetzt langsam größer. Und Anker ist gelichtet, gemacht. Wir können die Insel betreten. Also wie gesagt, ab der nächsten Folge mit Papa Cam. Deshalb nicht verpassen, Freunde. Wir holen uns mal die Bäume hier. Ich habe schon wieder irgendwelche Palmsamen bekommen. Die werfe ich natürlich weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach Schrott tauchen gehen wieder. Ah! Der Hai. Ei, da war ich nicht drauf vorbereitet. Der Hai hat mich angegriffen. Und ich guck noch so. Mann. So, ich gehe jetzt mal tauchen. Oh, Ananas. Hier gibt's Ananas. Hab ich auch schon welche gefunden. Die kann man bestimmt erforschen gleich. Und dann. Und Wassermelone gibt's ja auch. Nice. Das ist ja mal richtig ein leckeres, leckeres. Melonen, Wassermelone und Ananas. So, ich gehe gleich mal zurück aufs Schiff. Die Blume wollen wir nicht aufnehmen.
glaube, hier ist wieder so ein Korallenriff, das ist gut. In den Korallenriffen gibt es nämlich immer den ganzen Schrott. So, ich gehe mal, versuche mal zurück aufs Schiff zu kommen und dann gucken wir, ob man. Grad sehe ich den Hai noch nicht, weil ich das gesagt habe, wird er wahrscheinlich jetzt gleich zubeißen. Wo haben wir unseren Erforschungstisch? Da. Da ist er, da ist er. Der Hai? Naja, hier bei mir. Das ist gut, weil ich bin hier gerade am Tauchen. Ich achte mal drauf, ob er hier unser Schiff angreifen will. Ich habe den Speer schon in der Hand. Da, der Hai greift mich an, habe ich doch gesagt. Ja. Egal, ich nehme mir den Schrott hier noch mit. Ich habe noch mehr als genug Leben. Der kann mich locker noch 3-4 Mal beißen. Da ist er auch schon. Ich bin ihm ausgewichen. Gut. So, hier ist noch was. Wassermelone kann man nicht erforschen. Dann nehme ich hier noch das bisschen Schrott mit. Dann gehen wir auch wieder weiter. Wir müssten mal gucken, dass wir was erforschen, dass wir durchgehen. Hier ist eine Schatzkiste. Da lag eine Schatzkiste auf dem Boden. Ja, dann machen wir auf. Hab ich schon. Da war ein bisschen was drin. Ich weiß nicht genau, was. Ein paar Blätter, ein bisschen Schrott und so. Ich muss wieder an die Oberfläche. Oh, da hat der Hai mich wieder gebissen. Egal, alles easy. Ich hab irgendwie nichts, was ich. Ja, da bin ich dann mal wieder ausgerufen. Wir hauen ab, würde ich sagen. Erstmal schnell wieder die Segel setzen. Ja, ich kann hier nichts. Ja, ich kann hier nichts erforschen. Ich angle uns mal ein paar Fische hier. Einmal den Anker wieder entfernen. Und da segeln wir auch schon weiter. Ich angle gerade noch ein paar Fische. Damit wir gleich dann auch genug zu essen haben. Und wie gesagt, Freunde, ab der nächsten Folge dann mit Papa Camp. So, ich muss mal jetzt hier. Oh, so, wir setzen mal die Segel so ein bisschen schräg. Oh, da ist der Hai, der begleitet uns hier. Mövenpick! Meine Angel ist kaputt. Kacke. Ich sollte mal wieder neue Kartoffeln anpflanzen. Der Hai, der Hai. Eieiei. Da ist ein Floß! Setz die Segel, meine Freunde. Ab Richtung Floß. Na, mit dem Segel ist es jetzt natürlich schon viel einfacher. Wir können einfach bestimmen, wo wir hinwollen. Apollo ist am Verhungern. Ja, und am Verdursten. Man musste was trinken. Ja, ich habe ja das etwas vorbereitet. Hast du das jetzt ausgetrunken? Was? Da war nie was drin. Da war kein Feuer unten. Das ach so, ja, weil ich keine Planken habe, die habe ich dir alle gegeben. Deshalb konnte ich nicht anheizen. Planken lagen in der Kiste, 20 Stück, habe ich jetzt wieder aufgefüllt. So, Freunde, wir rauben jetzt das Floß aus. Ein Haken. Schnell drauf da aufs Floß. Die Floße kollidieren. Kiste nehmen und weg hier. Das versinkt ja jetzt, zum Glück. Der Hai greift an. Gleich eins aufs Maul. Ja. Ich hab was bekommen. Was hast du denn bekommen? Eine Gemüsesuppe. Vom Hai? Nee, ein Rezept für eine Gemüsesuppe. Vom Hai!
Ja? Nein, vom Floß. Ach so. Ja, hier, nice. Nimm mal. Nimm das Gemüsesuppe-Rezept. Was soll ich damit? Wir haben ja schon eine Tonschale. Und wir können auch einen Eimer runzumachen. Papa. Ja, ich brauche jetzt erstmal Holz, weil auf dem Grill, da grillt nichts mehr. Dann pack doch einfach was drauf. So einfach ist das. Liegt schon wieder. Wir können jetzt einen Stall. Möwenpick. Egal. Jawohl, ich habe einmal zugestochen. Wenn die nochmal wiederkommen, dann war's das mit der. So, jetzt muss ich hier weiter mit dem. Was haben wir da dann? Was habe ich denn da? Das ist actually sehr gut. Planken, Seile und. Das mache ich mal. Da mache ich mal ein paar von. Ich mache mal zweimal Nägel. Zack, gerade noch erwischt hier das Fass. Apollo, ich brauche. Ganz schön stürmisch hier. Meine Planke. Ja, ich habe zufällig. Gib mal her. Na, warte, warte, warte. Ja, wie viel brauchst du denn? Ich hab schon eine Reihe. Ja. Ah, ich hab. Weil ich hab jetzt was Cooles gebaut für uns. Schau mal. Ja. Zack! Oh, das ist ja cool. Ein Fischernetz oder was? Oder was ist gleich das? Sehen. Warte, gleich kommt's zum Einsatz. Volle Kraft voraus. Schau mal. Ja, schau. Na, was passiert denn da jetzt? Ja, da bleibt halt was drin hängen. Wenn da ein Ding ist, wenn da zum Beispiel ein bisschen. So. Blätter drin hängen bleiben, dann ja. Können so, wir ja, die danach einsammeln. Die sind aber auch sehr teuer. Die kosten 8 Seile und so. 8 Seile und 6 Planken. Also die sind echt teuer. Boah, was für eine stürmische See. Aber wir haben unser erstes Floß endlich hier mit der leckeren Gemüsesuppe. Jetzt fehlt uns nur das Gemüse zur Suppe. Neues Fass. Und auch ein Topf. Na schau, jetzt hängt dir was drin. Na warte, ich guck sofort in das fast noch ganz. Boah, Palmblätter jede Menge. Ah, nice, ja. Kann man jetzt einfach einsammeln, zwei Stück. Und wenn wir davon hier vorne die ganze Reihe ziehen. Ja, das stimmt. Dann, Nägel, ich brauche halt ganz viele Seile. Gib mir mal all deine Planken und all deine Blätter. Wieso? Aus Planken machst du doch keine. Was? Keine Seile. Aber die braucht man auch für das Sammelnetz. Blätter habe ich. Oh, Blätter habe ich 11 Stück, in der Tat. Das reicht nicht mal, glaube ich. Doch, was? Das reicht gerade so für eins wieder. 11 Blätter, ja gut, aber das. Oh, ich hole mir das nächste Fass. Mal gucken, ob ich da noch dran komme. Scheiße, nee, das ist. Das ist zu weit weg. Aber warum können wir noch nicht den Superhaken machen? Weil wir dafür einen Bolzen brauchen. Ach so. Ja, aber das Fass ist ja mir vorher geschwommen. Ich hab noch ein Netz. Da müssen wir mal noch eine Angel gleich machen. Aber da brauche ich Seil und Planken. Ja, da muss ich jetzt alles selbst. Das zweite Netz, schau. Schon wieder drei Sachen drin. Später müssen wir gar nicht mehr fischen. Da haben wir einfach hier eine fette Reihe voll mit Netzen und nee, die sammeln dann stimmt. Uns alles ein. Oh, ich verdurste. Wir sind Pick. Mann, ich konnte nicht stechen. Kann der auch ein Fass einsammeln? Wir werden es jetzt gleich sehen.
Wieso kommt da eins? Da kommt ein Fass perfekt drauf zugeschwommen. Warum machst du das Segel zu? Hab ich. Hast du auf und zu gemacht. Zu und dann wieder direkt an. Tatsache! Oh, guck mal! Perfekt! Sag! Nice! Wir haben eine Kartoffel bekommen. Der Hai greift an. Der Hai ist tot. Ich nehme mir das Haifleisch. Ja, wo ist er denn? Ich hab den Hai, ich hab einen Haikopf. Wo bist du denn? Ich komme, ach, ich hab den Haifleisch klatscht. Ja, nice. Und ich hab Hairippen das heißt, oder so. Jetzt haben wir erstmal hab auf den Grill damit. Das heißt, jetzt haben wir erstmal Ruhe vor dem Hai. Planken, Planken, Planken. Nee, warte mal. Wie macht man das denn? Nein. Oh. Wie kann man denn nochmal sein Inventar öffnen? Papa. Mit der Tab. Nein, das ist ja nicht, das ist ja das Baumenü. Das Inventar. Achso, ja mit E, ne, oder nicht? Mit I? Ah, mit, nee, mit I nicht. Da kommt es auch nur ins Baumenü. Das gibt doch bestimmt eine Einstellung, oder nicht? Steuerung. Nee, du, doch, du machst du dein Inventar auch mit auf, mit der Tab. Dann ist. Mit Tipp einmal im Bau und einmal machst du dein Inventar auf. Okay. Siehst du doch, was du da drin hast. Aber wie mache ich das denn jetzt hier? Du hast nichts in deinem Inventar. Wie geht das denn? Dumme Möwe. Ja, Möwenfleisch nehmen wir uns jetzt auch. Muss doch irgendwie gehen. Wie geht das denn? Oh, ich muss wieder was trinken. Da steht vielleicht in der Asche. Vielleicht gibt es da einen extra Knopf. Ach Mist. Es gibt einen Third-Person-Modus ab, oder? Ich habe gerade noch das Fass gecached. So, ja, ich muss was trinken, ganz dringend. Ich sehe schon gar nichts mehr. Weg da, aus dem Weg. Den kann man doch anziehen, den Haikopf. Und dann? Ja, weiß ich nicht, wie man den anzieht. Sonst wäre er doch nicht so ein Zieh-mich-an-Symbol. Was hast du? Eine gegarte Kartoffel, danke schön. Bitte schön. Die esse ich erstmal. Ja. So, Freunde. Das war's schon wieder. So schnell geht's immer vorbei hier. Deshalb lass uns jetzt verabschieden, weil ich sehe da vorne kommen noch ein paar Fässer, die will ich mir gleich noch einsnacken. Richtig. Und ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, hat euch gefallen und lasst den Daumen oben da und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt. Ruff mit Dennis und Papa. Papa. Tschüss. Tschüss. Na, na, na.